So. Letzte halbe Stunde wird gespielt. Und jetzt verbaue ich die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade mal gecraftet habe. Ich wollte das nämlich jetzt hier mal ein bisschen zumachen, damit das wenigstens mal das Gebiet hier einigermaßen sicher ist. Jetzt nehme ich die ganzen Sachen, die ich jetzt hier gefarmt, gecraftet habe. Boah, ich kann mich schon fast nicht bewegen hier. Zwei Tore habe ich, einmal auf 7, einmal das große Tor hier. Und einmal das Tor hinten im Wasser. Das wird aber eins wird davon sowieso ersetzt für das große Tor. Das lasse ich mir dann vom Greyfox kleistern. 7. Okay. Das ist nicht gut. Ich muss hier die Wand gleich einreißen, oder? Ich glaube, die Wand muss ich einreißen. Oh, da wird alles beide abgerissen. Schade, ich habe gerade das eine hält dann durch. Schade, zwei Mauern verloren dadurch. Egal. Oh. Habe ich davon gar keine? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe, glaube ich, gar keine Foundations mehr. Oder? Nein. So, lass hier weg. Und gucken, ob ich noch ein paar Foundations, diese Untergrunddingens hier bekomme. Hm, lass mich vorbei. Vielleicht habe ich irgendwelche hier schon geparkt. Nö. Jetzt mal hier rüber. Da. Shit. Ich glaube, ich muss nochmal schnell hier farmen gehen. Ich glaube, ich kann keine mehr. Nein, nur noch eine. Na. Fuck it. Hm. Jetzt fehlt mir natürlich das ganze Material wieder für diese Dinger. Ist das ärgerlich. Ab zum Farmen. Ja, leider. Ich brauche Tetsch und Holz. Ein bisschen Stein habe ich noch. Habe ich schon mal gesagt. Nee, ne, heute habe ich das noch nicht gesagt. Was machst du denn, Wixi? Bist du gerade am Bauen oder was? Oder bist du immer noch mit deinem Verwandten dort beschäftigt? Nee, ich bin, ich will hier meine Wand halt wirklich machen. Damit ich die Tiere hier laufen lassen kann. Habe ich das eigentlich richtig gesehen eben, dass du noch Strohwände hast? Hier unten in dem Haus? Ne, dieses Gehege, die Gehegewand. Ach so, ja, das nur, damit die da nicht runterstürzen, weil manchmal, wenn du sie auch verfolgen machst, dann rennen die da auch mal gerne den Berg runter. Und deswegen habe ich da einfach irgendwas hingemacht, Hauptsache, die tun da nicht so ohne weiteres beim Folgen den Berg runterspringen. Weißt? Weißt. Ich habe geweißt. Weißt du? Dann verstehst du? Ich klopfe mir im Wolf. Lustigerweise sind keine Schildkröten oder anderes Getier bei uns auf der Seite. Immer nur auf der anderen, ganz auf der anderen Seite des Ufers. So als ob die immer rüber gucken und. Nö, da geht's nicht hin. Die sind alle böse. Wo sie ja mit Recht haben könnten.
Dieses ganze Geklapfe hier. Und das Lustige ist ja, das haben wir ja bei Heinz Z1 auch gemacht. Yeah. Ah, wir kommen einfach nicht vom Klopfen weg. Ja. Ich habe so einen weißen Vogel bei mir. Rot-weiß gestreift. Der sieht mal richtig cool aus. Level 26. Den würde ich mir sogar zähmen. Hätte ich noch Zeit. Den würde ich ganz ehrlich nehmen. Boah, sieht der geil aus. Der sieht mal richtig cool aus. Lust, mir den zu zähmen, Vixi? Nein. Nein. Die Vögel sind dann doch schon immer etwas zeitaufwendiger. Obwohl, ich habe jetzt vorhin noch einen Dreizack gezähmt. Da dachte ich auch schon wieder, na, ob das hätte noch Not... Na, ich wollte zwei Männlein und zwei Weiblein haben. Weil die will ich ja, wie gesagt, auf der Wiese laufen lassen. Dementsprechend fehlte mir noch ein Weibchen. Du hast schon einen in der Klatsche, das weißt du ja, ne? Nein, die stehe ich total auf die Dreizacks. Die sind wirklich gut, aber ich habe nur einen. Also wenn die einen, wirklich einen Bambule machen, Alter, dann reißen die da schon. Also die vier, da kann, glaube ich, erstmal kann eine ganze Weile irgendwas kommen. Das wird alles ganz schön klar gemacht. Da, Triceratoren sind echt super stark. Aber was ich noch heftiger finde, finde ich die Stegosauren. Wenn die zu zweit sind. Kann T-Rex kommen. Hab ich jetzt schon so oft gesehen im Wald. Oh, so doof, die Fische. Ach komm, Mann! Was hat er versetzt hier? Blöde Scheiße. Oh, ich komm hier hoch, ich komm hoch. Unter Wasser bin ich am Bauen. Hab vergessen zu atmen. Ups. Hat mir keiner gesagt, dass ich das machen muss. Vor allem gibt es ja in dem Spiel auch keine Lebensanzeige fürs Wasser, also ob der mal irgendwie irgendwann mal auftauchen muss oder so. Gibt es bei dem Spiel ja nicht. Na klar. Wo? Na, die CO2-Flasche, die da noch einmal zu sehen ist. Ah, hab ich noch gar nicht. Oh, hab ich noch nie drauf geachtet. Ganz oben die. Munke. Ja, so oft bin ich nämlich unter Wasser gewesen, dass ich das wirklich irgendwie bemerkt hätte. Herre, herre, Fahrradkerre. Mit Horst und schwimmen. Der ist ja obergeil. Wer ist Horst? Achso, mit Hai. Der ist so cool. Und da fängt es an zu regnen. Also meine Theorie geht immer auf. Immer wenn ich was baue oder farme oder mache oder tue, es pisst und es ist dunkel.
Guckt jemand Fernsehen im Hintergrund? Bei wem? Bei mir? Ja, kann sein. Ich weiß nicht, das ist aber, glaube ich, nicht bei dir. Ich glaube, das ist meine ich zum beim Ole zu sein, aber es gab nicht, oder? Bei mir ist nichts. Stumm. Oh, ich vergesse wieder mal auszustellen. Was für eine Geburt hier mit dem Baron. Na, ich habe Push to Talk auf die Shift-Taste gelegt. Das heißt, immer wenn ich renne, hört man mich halt. Wie mache ich denn hier den perfekten Ansatz an so eine Mauer? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Also man muss das ja, wenn man es im Quadrat bauen möchte, muss das ja auch passen. Aber irgendwie geht das bei mir nicht. Na, ist komisch. Irgendwie funktioniert das danach nicht mehr. Aber normalerweise siehst du ja, wenn er genau ansetzt an den Enden der Foundation. Der Speed. Cool, die können ja wirklich nicht da durchschwimmen, ne? Ich glaube, da mache ich gleich. Ach, ich kann ja keine Lücke frei. Oh, ja, das ist keine Luft gleich mehr. Echt super viel Stein. Ich habe so viel, wieder so viel gesammelt. Ich habe jetzt, ich habe 15 Mauern gehabt und die 15 Mauern, die gehen ja nur unter Wasser. Unter Wasser drauf. Ich bin mal gespannt, wie das nachher ausgeht, das Gebäude. Weil die ganzen Mauern schief und schell sind. Nein, ich habe keine Mauer mehr. Boah, ist das ein Mega-Projekt hier doch. Ich habe nicht gedacht, dass das doch so groß ist. Boah, ist ja echt mega viele Steine. Richtig. Oh Mann. Sind denn eigentlich Eisen, Äxte und sowas, sind die von der Produktion, vom Abbau auch besser? Jo. Okay. Effizienter. Okay, müsste ich mir mal das mal als Beispiel nehmen. Wie craftet man denn so eine Axt, so eine Eisenaxt? Was brauchten die? Sie den Fernseher ist ziemlich laut. Ja, echt, wollte ich sagen. Ja, das ist voll leise im Hintergrund, da muss ich halt ein bisschen lauter reden. Aber ich muss ein bisschen schnell laufen hier. Hilft alles nichts. Dann sage ich einfach irgendwie mal nichts.
Red ich laut und sag nichts, wollte ich sagen. Und das alles laut. Und nix. So, die Pupu in meinen Komposthaufen schmeißen. Bisschen sammeln. Oh, du hast den armen Hai mit dem Kopf in den Sand geparkt. Hm. Hochkant. Das macht er selber. Naja, das ist. Der mag das. Steht drauf. Steckt den Kopf in den Sand. Muss ich aber sagen, dass er kein Strauß ist. Wie heißt er nochmal, der? Horst. Horst. Schwede, ich hau mir wieder hier einen Wolf. Und er pupst wieder. Was nehme ich aber hier auf? Ist er schon. Bis hier irgendwo mal Schilder stehen. Köttel bitte aufheben. Ein Tütchen mitnehmen. Und Handschuhe. Sammelt Steine am Fließband. Du die Day. Mann. Xbox. Steht hier rum. Mitnehmen. Wem? Wichser. Rechte Maustaste. Über den Fliegen rechte Maustaste, dann packt er zu. Muss aber aufpassen. Du solltest den nur auf einer guten Höhe wieder freilassen mit der gleichen Maustaste. Wenn du nämlich von 20 Meter. Warum bin ich angehört? Mach ich die Nugget. Muss ich mal ausprobieren. Na klar. Wieso stehen hier überall die Tore auf? Weil ich es kann. Das war aber H1Z1 auch nicht anders. Wenn der Wixi online war, waren die ganzen Tore offen und Türen und überhaupt alles. Aber er hat das Privileg dafür dazu gehabt. Er hat ja auch alle Basen gebaut.
nur zwei Mauern kann ich craften. Ganze zwei Mauernteile habe ich noch bauen können. Bin ja echt mega hyper glücklich. Habe ich nicht irgendwo noch welche vielleicht rumfliegen, die wir geschenkt bekommen haben? Nur Holz. Mixi, hast du auch solche Flugsaure? Ja. Klar. Guck mal, ich da oben auf dem Dach. Zwei Stück. Was? Zwei. Zwei. Oh, hier, meine drei Tags haben schon wieder ein Ei gelegt. Dann stelle ich den mal bei dir ab, weil ich gehe dann. Uff. Was? Ja, der muss, wieso Fleisch kriegen. Hast du noch ein bisschen Fleisch mitgebracht? Was? Rotes Fleisch? Nein, die müssen ja versorgt werden, die Jungs. Ja, bis morgen hat der genug noch. Hier, stell ihn einfach hier oben mit aufs Dach, da habe ich meinen auch geparkt. Wo ist Dach? Na hier, guck mal, wo ich stehe. Für die Anneliese habe ich nämlich keinen Sattel hier. Aber das wird ja jetzt auch alles ein bisschen weitläufiger, sobald ich das hier draußen fertig habe. Dann gehen nämlich die großen Dreizacks vor die Tür. Okay. Wir schauen ja mal, was drin ist, aber Dings sorgt. Bitte sorgt, wenn. Also 12 mal Fleisch ist noch drin. Ja, müsste reichen. Kannst theoretisch auch einen Futtertrog legen. Ich weiß nicht, ob die Länge M hier oder Dings, dann lass ruhig drin. Alles gut. Was Futtertrog? Naja, weil hier unten an der Ecke steht ein Trog. Und na hier unten, guck mal, wo ich jetzt gerade stehe, da steht ein Futtertrog. Und du siehst hier über sämtlichen Tieren, dass die so einen Trog oben drüber haben. Das heißt, alle fressen aus diesem Trog. Inklusive die Vögel. Hier, guck mal, hier ist ein Trog. Da schmeiße ich eigentlich regelmäßig Fleisch rein und dann werden alle sozusagen versorgt. Aber man kann es auch im Tier lassen. Und grundsätzlich ist es. Aha. Na, ich muss jetzt nachher erst jagen gehen. Jetzt mittlerweile wird da wahrscheinlich, wenn maximal noch Gammelfleisch dran rumliegen. Muss man ganz unten scrollen. Ja. Aber ich gehe nachher sowieso nochmal jagen. Aber ich sehe nichts, dass die oben drauf einen Trog haben. Doch, guck mal, bei den Tieren ganz oben drauf. Jedes Tier hat doch das Herzchen hier und darüber ist so ein komisches Zeichen. Und das soll der Fressenstrog sein. Ach, das ist der Fressdrog. Aha. Okay. Hat deiner ja auch schon drüber, solcher von hier, ja. Setz dich mal eine Runde hier, muss dich mal einmal auf den Skorpion setzen und mal mit dem eine Runde rumlaufen. Kannst ja hier auf dem Gelände, aber das ist recht lustig. Der ist lustig irgendwie, ne? Diese Geräusche. Genau. Machst du ehrlich Stacheln in deinem Gehege, wo ein Felsen ist? Wie geschaffen werden dann sowas? Ja, das habe ich da. Das war noch, weil vorher war das erste Gehege ist ja nur das, was du jetzt hier drin siehst. Das andere bin ich ja jetzt gerade am Bauen, das Außengehege. Sozusagen. Und dann brauche ich hier auch keine Stacheln mehr, dann reiße ich die auch ab. Aber noch lasse ich sie halt drin, weil du, wie du siehst, das vorher offen steht. Steht das offen? Weil es kannst. Sehr schön. Genau.
musst mal leveln, dein Fischzeug. Oh, nimm mal einen Schwanz weg, ey. Also wenn du wenn du die Flugsaurier gut nutzen kannst, dann sammeln die dir richtig viel Hide. Ja, ist so. Oh Mann. Alles auf. Er will einfach nicht auf dem Dach landen, dieses Arschloch. Jetzt. Boah, das ist ein Ballast. Pixi, hast dich aber wieder in Unkosten gestürzt. Ach, das ist der Fock. Das, Alter. Mit Fenster. Ich habe immer noch die blöden Gürtel vom für den Skorpion, den ich noch nicht gefangen habe. Ich mache mich auch gerade bereit. Erstmal alle Türen zu. Oh Gott, es wird dunkel. Oh, ich muss hin. Oh mein Gott. Dunkel und dann wieder, weil es dunkel, im Dunkeln ist gut munkeln und dann sage ich da mal gute Nacht. Tschüss, tschüss. Ja. Alter, die liegen Eier jetzt hier. Ich habe ganz viele Dreizack-Eier jetzt schon. Also, vier. Ja, wenn du so viele hast, ich sag tschüss. Ciao.